Einen wunderprächtigen Buongiorno bzw. Glück auf. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ja, nach dieser kleinen Trickfilmeinlage melde ich mich jetzt aber auch doch noch zu Wort. Nein, ich will das mal nur ausprobieren. Ja, probieren geht über Studieren. Ja, und wer dann halt mal was austestet, ja, der lernt halt immer noch dazu. Man wird alt wie eine Kuh und man lernt immer dazu. Klingt gut, ne? Da ist ein alter Landwitz. Landwitz, nicht Landsitz, wo man sich draufsetzt auf dem Gebäude. Nein, es ist ein Landwitz mit W dazwischen. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe Kappes genommen. Kennt ihr Kappes? Also, wir singen, ja? Ja, ich kenne es unter Kappes. Das andere, das mit den glatten Blättern, diese Kugel, ja, das ist Weißkohl, ja. Und das ist jetzt Wirsing bzw. Kappes. Ja, klar, jetzt werden natürlich wieder welche sagen, der hat ja bei Birr, da wird mit Birr gesprochen. Ha, mir doch egal. Hauptsache, wir zeigen euch erstmal, wie geschmorter Kappes gemacht wird. Ich habe es ja schon angedeutet, ja, putzen, kleinschneiden, bisschen Wasser in den Kochtopf, einfach den Kappes rein. Und jetzt versuche ich, das Wasser, was ich hier reingetan habe, zu verringern, dass es verdunstet. Ja, also ich warte jetzt praktisch auf das Schmorgeräusch, ja. Weil bei Kappes, wenn Kappes schön im Kochbord ja geschmort wurde, ja, dann hat so ein so einen richtig eigenartigen leckeren Geschmack, so richtig gut, wirklich gut lecker. Ja, kauft euch auch mal so eine kleine Kugel, ja, reicht ja für 2-3 Leute. Ja, wenn ihr mit 4 Köpfe zu Hause seid, ja, dann nehmt ihr einfach ein bisschen was Größeres. Ja, das könnt ihr mit Weißkohl genauso machen, ne? Warum nicht? Ja, dabei machen wir einfach Kartoffeln, das habe ich euch auch gezeigt. Ich habe sie einfach längs geviertelt. Das ist vollkommen ausreichend. Ja, und jetzt mache ich was dabei, was sehr einfach ist, aber so ein bisschen erinnert das so, ja, an der ehemaligen, ja, und zwar habe ich hier so ein, schaut mal, ja, könnt ihr das lesen? Ne? Lecker, ja. Aber was euch daran erinnern wird, ist, ich werde das so ein bisschen ja mit Ei einreiben und dann in einem, ja, ich habe dieses, muss schon wieder mal gucken, Tempura-Mehl. Ich vergesse das immer. Kommt da mit Panko-Mehl oder was, komme ich da durcheinander mit Tempura-Mehl. Das ist sehr fein, was ich habe. Und das habe ich gemischt mit selbst geriebenen Brötchen. Ich muss hier nur kurz gucken. Da ist noch Wasser drin. Und das, die Brötchen habe ich dann selbst gerieben. Ja, ist einfach günstiger. Ja, okay. Paniermehl ist jetzt nicht so teuer, nicht. Nein, nein, nein. Also im Brutto bekommt man da 2 verschiedene Hersteller. Letztendlich ist dasselbe drin. Nur dieses Tempura. Ich muss jetzt überlegen, ob ich da jetzt da richtig bin. Es gibt ja Panko und Tempura. Ich hatte bei Tempura geguckt, mal gegoogelt, ja, und da stand jetzt nicht bei, wie man das herstellt. Aber habe ich jetzt nicht so total. Vielleicht könnt ihr das ja sagen. Ja, ich bin der Meinung, Tempura oder Panko-Mehl, ja, das wird die Kruste von dem Toastbrot, sage ich mal, ja, die 4 bzw. 6 Seiten wird dann abgeschnitten und dann nur dieses reine weiße Brot, ja, was über Tage jetzt trocken gelegen hat, also richtig trocken gelaufen ist, das wird dann gerieben, also ohne diese Kruste. Ja, hier ist auch noch Wasser drin, also ich mache den jetzt einfach weiter. Und ich habe hier meine Mehlmischung, also meine Paniermehlmischung, was ich mir selbst zusammengestellt habe. Ja,
und ich zeige euch jetzt, was ich da so noch vorhab. Ja, wie gesagt, ich nehme jetzt hier dieses Frühstücksfleisch. Ja, habe hier so eine Öffnung. Ja, ich öffne das Ganze, dann drücke ich so ein bisschen hier auf die Seiten, wisst ihr, und schon habe ich da Luft. Dann drücke ich auch hier noch mal ein bisschen, zack, und schon habe ich da. Ja, das Problem ist einfach, das wird da in dieser Dose reingekocht. Zack, siehst du, einfach ein bisschen hier auf die Seiten drücken, dann beult sich das hier an der Seite aus und hier saugt sich das natürlich am meisten fest. Das ist Blech für die gelbe Tonne. So, und jetzt schauen wir nochmal wieder hier in den Kochpot rein. Da siehst du, das Wasser ist schon fast weg. Und natürlich ist dann auch das Wasser von dem Kohl, was sich löst. Aber ihr habt ja gesehen, der Kochpot, der war bis oben hin, bis zum Rand hier voll. Ja, zack, so voll. Und das ist jetzt alles Luft. So viel hat man dann nur noch über. Und glaubt mir, Leute, wenn ihr da einmal angefangen habt, Schmorwirsing, ja, diesen Schmorkappes zu essen, ah, ihr seid verliebt. Ihr werdet sofort direkt weg verliebt sein. Ja, was mache ich jetzt hiermit? Ja, das Fett zum Beispiel, was jetzt hier und das die Sülze, ja, die bildet sich ja durch das Schweinefleisch und das ziehen wir ab und das tun wir einfach mit in den Kochpot rein. Das ist Geschmack. Das ist der pure Geschmack, also da braucht ihr keine Angst vor haben. Das löst sich ja komplett auf. Ja, da braucht ihr keine Bedenken haben. Macht auch gar nicht dick. Nein, macht nicht dick. So, und jetzt gehen wir einfach hin und schneiden, versuchen wir mal so 4 gleich dicke Scheiben, weil wir mit 2 Personen. Ja, mal gucken, wie genau ich war. Boah, das sieht doch gut aus. Guck mal. Ja, siehst du? Guck mal, jetzt noch ein bisschen Fett. Das kratzen wir auch in den Kochpot rein. Dann ist es weg. Hier ist noch Sülze. Ich sage immer, nichts umkommen lassen. Alles kann gebraucht werden. Alles ist wichtig. Das stellen wir uns kurz beiseite. Greifen in die Eier und holen uns einfach ein frisches Ei raus. So. Zickzack, Hühnerkack. Und dann schlagen wir uns das ein bisschen auf hier. So, mehr braucht es wohl nicht. Das zieht ja nicht ein oder das ist auch kein Schwamm. So, und da legen wir einfach jetzt hier diese Frühstücksfleischstücke rein. Zack. 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 Mehr braucht es nicht. Hier ist auch noch wieder Fett und ein bisschen Sülze. Das tun wir alles mit in den Kochpot. Das tun wir weg zum Spülen. So. Jetzt fängt das hier schon an, nicht mehr zu dampfen. Jetzt tue ich euch mal kurz rüber. So, jetzt hat es hier schon gut Röststoffe. Könnt ihr das überhaupt sehen? Ja, also hier sind schon Röststoffe, so soll es sein. Ja. Und das ist natürlich wieder extra Geschmack. Zauberer. So, und dann tun wir wieder mal einen Schluck Wasser drauf. Nur einen Schluck, das reicht. Und bei schwacher Hitze einfach weiter so schmorgeln lassen. So, nee, das war jetzt falsch. Ja, der Kochpot, der ist halt magnetisch, also statisch, oder nee, wie sagt man dazu? Nee, magnetisch, statisch, nee, Quatsch. Also der leitet, ja, und wenn ich jetzt hier auf diese Tasten komme, klar, dann ist logisch,
dann fängt er an zu reagieren, die Herdplatte. So, kleinste Stufe. Bei meinen ist es auf 200. Wie gesagt, auch wir zeigen wohl, wie man kocht, aber ich bin, wie gesagt, immer noch keine Kochshow. Also erwartet nichts von mir. So, jetzt gehen wir wieder rüber. So. Jetzt drehen wir das hier mal so ein bisschen einmal mal so durchs Ei von allen Seiten. Ja, siehst du. Ja, man kann es auch vorher noch melieren, aber das Problem ist einfach, wenn es dann so geschnitten ist, ja, das ist sehr glatt. Ja, hier bleibt nicht viel dran haften. Dann gehe ich gleich hin und nehme gleich sofort das Ei und hier ist auch noch ein bisschen Sülze, das kann alles damit rein. Ja, das würde sonst gleich nicht mit dem Paniermehl harmonieren. So. Dann greifen wir eine Danke. Vorführeffekt nennt man das. So. Der Kohl ist soweit fertig. Ich würde sagen, der Kohl ist fett. Ja, das war früher mal wichtig, dass der Kohl schön fett war, weil, ja, wie ich ja schon mal in einem anderen Film berichtet habe, ist das Problem, damals war Fett unwahrscheinlich wichtig, ja, für, damit du weiter stark arbeiten konntest. Ja. Ich habe jetzt Pfanne schon mal mit Öl ein bisschen gefüllt, nass gemacht von innen, wie auch immer. Ja, jetzt können wir uns hier das Mehl greifen. Ja, das stelle ich mal direkt so daneben. Kann man jetzt nicht alles gleichzeitig sehen. Ja, ich versuche das mal ein bisschen andersrum, dann wird es besser. So, ja, guck. So, ich habe jetzt hier Ei dran. Und das schmeiße ich jetzt einfach hier rein. Wie gesagt, da ist ja auch eigenes Semmelbrösel drin. Und jetzt gehen wir hin, so dass es von allen Seiten Mehl bekommt. Und dann legen wir das einfach in die Pfanne. Hat so ein bisschen was von Fischstäbkuss. Ja. Der Kapitän von der Fischstäbchenmannschaft, der lässt grüßen. Ja. Jetzt wieder hier. Ja, also wenn ihr ganz was Einfaches haben wollt. Ja, und wie gesagt, das ist so ähnlich, ja, wie die ehemaligen DDR-Bürger ja ihre Jachtwurst gemacht haben. Heute legendär. Also ich muss, das ist nicht abwertend oder so, gar nicht. Das ist einfach ganz was Einfaches, was Tolles. Ja, ihr müsst da gar nicht viel großartig kaufen, wenn ihr doch ein Stück Jachtwurst überhaupt. Ja, damit kann man ohne weiteres immer noch was mit anfangen. So. Ja, und so sieht es dann aus, wenn es in der Pfanne liegt. Ja, ist nicht voll die Pfanne, aber es ist immerhin was als ja, fleischige Beilage. So, jetzt mache ich auch noch ein bisschen Öl mehr dran. Ich glaube, das sollte ein bisschen schwimmen. So, wie sie da schön brutzeln. Ah, hat doch schon eine richtig gute Farbe. Huh? So kann es bleiben, Herr Doktor. Also immer so ein bisschen leicht, so ein Zentimeter Abstand, weil sonst kann dann das Fett nicht auch an der Seite dran kommen.
Ja, man kann so eben, wie gesagt, mit einfachen Hilfsmitteln kann man sich natürlich was Leckeres zaubern. Also man muss jetzt nicht in einen feudalen 28-Sterne-Restaurant gehen. Ja, da zumindest so ähnlich kochen. Ja, ihr könnt auch, was auch schön ist, ja, ihr könnt dann Bier singen als Idee. Bier singen könnt ihr nehmen, den Stiel da, das Harte in der Mitte, das könnt ihr vielleicht rausschneiden, schneidet Scheiben und macht euch auch so ein bisschen, ganz bisschen Mehl nur, Eier, ja, vielleicht einen Schluck Sahne dran, vorher salzen, Pfeffer, und dann paniert, also drückt ihr das, diese Scheiben von dem Biersing in das Ei rein, also in diese, ja, Pampenade, wie auch immer, reindrücken. Von beiden Seiten und dann tut er das auch in der Pfanne. Wunderbar. Weißkohl geht auch, braucht ein bisschen länger. Ja, weil es halt eben von der Struktur der Blätter, die sind sehr eng beieinander. Ja, und bei so einem Wirsing, der ist immer schon mal immer ordentlich Luft zwischen. Ja, und dann kann dann auch ein bisschen mehr das heiße Fett reindringen, ja, um dann auch innen drin zu garen. So, auch mal ein vegetarisches Essen. Ob es nur vegan ist, das liegt an euch. Ja, ob ihr Butter dran macht oder eine Pflanzenfett, Margarine, irgendwas, das ist ja euch überlassen. Ja, kann nur gut sein. Ja, und wie gesagt, das kann man auch ganz gut auch mit dieser Dose, dieser runden Dose Schweinefleisch machen. Kommt meistens aus Polen, zumindest damals. Das fing mit einem J, mit einem Y fing das Wort an. Und das haben wir auch immer ganz gerne. Also einmal die Mitte halbiert. Das war ja so, das war so dick. Also einmal in der Mitte halbiert. Auch paniert von allen Seiten rundherum. Ja, und das haben wir dann auch, ja, wie gesagt, in der Pfanne schön ausgelassen. Wunderbare Idee. Glaubt mir das. Ja, okay, jetzt ist ein bisschen hier dunkel geworden, aber nö, das ist ja auch für mich. Schaut mal, ist das schlimm? Ihr schaut jetzt, ihr beurteilt das. Also ich liebe es, wenn das so, ja, auch Pizza, wenn Pizza so, ja, so am Rand so Blasen wirft, ja, wenn der Teig aufgeht, ja, und da mag ich es gerne, ja, wenn da so schwarze Stellen dran sind. Ja, das liebe ich einfach. Ja, das hat was und ist genau mein Fall. Ja, ich würde sagen, das war's schon. Da brauchen wir ja auch nicht viel. Das Fleisch ist ja gar, das ist ja auch eingekocht. Ja, und ich habe mir jetzt noch, bin jetzt noch pfiffigerweise hingegangen, habe mir noch zwei Eier noch mit draufgeschlagen und noch ein bisschen von dem Paniermehl. Und das haue ich jetzt gleich da auch rein. Ich muss jetzt nur mal eben, das hier muss ich aufhängen, die Pfanne ist der Haken abgegongen. Haken, komm mal her. Ah, nicht wundern, ich bin gleich wieder bei euch. Ihr passt so lange so auf den Herd auf, ne? Danke. So. So, das kann aus. Guck mal jetzt. Oh, ja, nee, ist alles gut. Ach, herrlich, das sieht doch richtig so liebig, wenn die auch die Fischstäbchen so aussehen. Ah, das ist doch genau ideal. So, und jetzt ist die Pfanne leer. Und jetzt nehme ich mir hier den Rest von dem Ei und Paniermehl und wenn ihr Mehl habt oder so, ja, da könnt ihr wie gesagt noch ein Ei extra reinmachen und hier ein bisschen Kondensmilch oder Sahne, wenn ihr was über habt. So, alles aufbrauchen, nichts umkommen lassen. Ganz wichtig bei uns. Leicht schütteln, ja, soll nicht größer werden, es ist flüssig oder es war flüssig, ja. Es prickelt sich jetzt schön fest zusammen. So, jetzt versuchen wir das mal ein Stück umzudrehen.
Ah, Leute. Nom, 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 nom. Und wisst ihr, was das Allergeilste ist? Entschuldigung, dieses Wort. Aber das ist wirklich so. Ich nehme jetzt hier so eine Prise Salz und mache jetzt hier so ein bisschen Salz drüber. Ja, Ei ohne Salz, das ist so wie Knüppel am Kopf. Schmeckt überhaupt nicht. Ja, siehst du? Und das war es schon. Mehr Würze brauche ich nicht. Und das lassen wir jetzt einfach so. Und halt eben noch von der anderen Seite, dass es von der anderen Seite auch Farbe bekommt. Ja, und dann machen wir einen Deckel drauf. Ja, damit die Katzen eben da nicht drankommen. Ha, die Lümmels. Ja, die Katzen, die springen natürlich während meiner Abwesenheit auch ganz gerne mal, ja, irgendwo so drauf. Und ich schimpf zwar immer, aber das hält dann so von 12 bis Mittag. Und ansonsten sind die halt, ne, absolut desinteressiert, was ich so sage, ja. Ja, das sind halt Katzen, die haben ihren Privatdosenöffner, aber ich habe jetzt gerade eine Dose aufgemacht, die war nur für mich und für Niki. So, ich mache mir jetzt hier mal so ein lecker Pilzken auf. Nein, ich bin kein Alkoholiker. Ich habe nur kein Pilzglas. Ich hätte jetzt gerne ein Pilzglas. Ja, dann Prost, ne? Guck mal, wir haben jetzt, Niki war so, wir haben hier unser Brutto, wurde neu eröffnet, nach starker Renovierung, hat fast 2 Monate gedauert, da haben die lecker Bierschen, ne, Pilzken, haben die da für, weiß ich nicht, 2 Kästen, 20 Euro oder was das kostet, manchmal 15 Euro, je nachdem die Sorte, und ich weiß nicht, wohin damit. Ich habe hier keine Party im Moment. Ja, jetzt habe ich da 2 Kisten da im Schuppen. Und ich weiß nicht, wohin damit. Ne? So, ach ja, wisst ihr, was ich mache? Das ist überhaupt eine Idee. Ja, ich wollte das jetzt im Backofen nochmal hier warm machen, warm halten. Das lege ich jetzt einfach hier an der Seite von dem, wo ich den Pfannkuchen jetzt drin habe. Na, hier kann ich nochmal. Ich mache noch mal eben kurz. Ich glaube, das ist ein bisschen zu schwach. Ja, kann Farbe noch bekommen. Ja, das legt man einfach dann daneben. Dann macht man Deckel drauf. Katzentechnisch, ne? Und dann Kartoffeln. Ich mache heute Kartoffeln dabei. Ich werde jetzt hier gleich noch mal Butter auslassen. Ja, wir machen jetzt nicht immer wenn wir Kartoffeln haben, nicht immer eine Soße dabei. Bei Stampfkartoffeln. Ja, da kannst du auch mal eine trockene Leber mit einfachen trockenen Zwiebeln beimachen. Stampfkartoffeln ist hingegen ist was anderes. Ja, wenn du jetzt, sag ich mal, so Kartoffeln hast, ja, da muss ja immer eine Soße bei sein. Aber wir, das sieht man mir ja auch an, meine Kampfgewicht, ne? Ja, muss so sein, ja, ehrlich. Nein, das muss gar nicht sein, ist Quatsch. Macht da bloß nicht nach. Also wir sind ja nicht Klumpatsch da, ne? Ihr wisst schon da, die Modelagentur da für total Verrückte, ja, die sich da von den Scheiß da auch noch Gaga machen lassen, ne? Ja, das habe ich ja gestern. Boah, da weiß ich ja nur, wenn ich das so sehe, so ein Ausschnitt davon, ne? Du bist hässlich. Ja, boah, weißt du? Wie kann man dazu einen naturschönen Menschen sagen? Jeder ist von sich aus schön, ja? Ja, der eine hat vielleicht einen, ja, Pickel oder hat vielleicht durch einen Unfall eine Veränderung im Gesicht oder weiß ich nicht, Gene. Ja, also der liebe Gott, vielleicht hat, ich weiß ja nicht, wer da die Finger im Spiel hat, ja? Ja, das sieht doch jetzt gut aus. Zeige ich mal nochmal von unten. Ja, supi. So, und jetzt lege ich das einfach noch daneben. Dann kann das nämlich warm bleiben. Dann brauche ich mir da keinen Kopf machen. So, ach, herrlich. Ist doch eine schöne Idee. Brauche ich das nicht so extra im Backofen? Bei dem Backofen alles gut und schön. Ja, aber du kannst das Gebläse nicht ausschalten. Ja, und das Gebläse sorgt dafür, ja, dass du alles
Trocknet dir aus, ne? Also ein Hühnchen, ja, da musst du aufpassen. Wie großartig braun, ja, das wird schon braun, ja. Aber du, ja, trotzdem verdampft auch viel Wasser durch das Gebläse, ne? Das ist ja halt ein Umluft oder ja, so eine Umluftfritteuse, wenn man dazu sagt. Ich muss mal eben kurz. Also, es schäumt nur so, weißt du? So, hier mache ich jetzt einen Dackel drauf, habe ich gesagt. Da habe ich einen. Da die Pfanne wieder größer ist, nehme ich hier so zwei so. Ja, so asiatische Stäbchen. Und ja, jetzt stelle ich das einfach beiseite. Ja, ich werde mir den nächsten noch einen zweiflammigen Induktionsherd besorgen. Ja, warum? Ja, weil es besser ist. Dann brauche ich nicht immer so viele. Ich habe ja auch einen Gaskocher. Ja, nur der Gaskocher hat man immer früher gesagt, oh, der ist super schnell. Ist er auch. Ja, wenn die Herdplatte, elektrische Herdplatte auf 220 Umdrehungen eingestellt ist, also nicht auf Starkstrom, sondern ganz normal auf 220 Volt. Oder 230 sogar, sagt man, ne? Dauert es wirklich unendlich lange, bis Kartoffeln kochen. Bei Gas ist es wieder etwas schneller. Aber Induktion, Leute, das ist der Hammer. Ja, du tust die Kartoffeln aufstellen. Ich könnte ja mal so ein extra Shorty, nee, Shorty ist ja Blödsinn. Das braucht ja schon 2, 3 Minuten. Und Shorty ist ja nur 1 Minute. Darf ja nicht mehr wie 1 Minute sein. Ist Induktion auf jeden Fall flotter bei der Sache. Ja, also ich habe jetzt gerade drauf gestellt, ich habe jetzt bei 1200 Umdrehungen, ich kann bis 2000 gehen, aber der Hammer ist, das Wasser bewegt sich schon, also da ist schon so, ja, Kocheigenschaften. Milch muss er aufpassen, ne? So ganz klar, schwach nur, ja, oder ständig halt rühren. Niki, wenn er abends für uns eine warme Milch macht, ja, dann schäumt das richtig. Ja, also dann ist er so mit der Milch am Schlackern und am Schäumen. Ich sag gleich, hast du Sahne? Nee. Ja, kann passieren, ne? Nein, Quatsch. So schlimm ist es nicht. Aber muss so sein, ne? So, jetzt habe ich das. Das ist vorbereitet. Der Weißkohl, den kann ich gleich auch noch mal ganz kurz erhitzen. Ich probiere den jetzt noch mal, weil der ist jetzt auch noch ein bisschen abgestanden. Wie gesagt, ein bisschen schwarz werden sollte der Boden. In dem Fall darf er das. Ja. Und das hat nämlich. Leute, macht das mal. Salz, bisschen Pfeffer, so ein Brühewürfel oder ein bisschen Brühepulver. Ja. Hatte ich jetzt, und man könnte jetzt auch noch hingehen und ein bisschen Kümmel dran machen, ist aber nicht unbedingt nötig. Kümmel wird das wieder verändern, aber jetzt der Geschmack und dann Wasser kochen. Was war denn da noch? Sonst noch was dran? Ja, könnt ihr hinterher noch Butter dran machen, dass die Butter so schön ist. Das mache ich jetzt auch. Ja, möglichst viel Fett und viel, ganz viel Kalorien. So, Kätzchen, lass mich mal durch. Ach, guck mal, ich habe hier auch noch, ich habe hier sogar noch von gestern, hat Küken, ja, Küken ist nicht so, nicht immer so für Fleisch und Hühnchen ist da sowieso ein Risiko. Da tue ich jetzt einfach auch noch mal hier in eine Pfanne und dann kann das auch gleich noch mal ein bisschen warm laufen. Warte mal, das so ein bisschen, ne, geht nicht. Ja, und da ist Küken halt nicht so, hier bin ich. Da ist sie nicht so für Hühnchen und nicht für dies und nicht für das. Und da müssen wir halt immer ein bisschen Rücksicht nehmen. Ja, also ist kein Veganer, nee, sowas hole ich mir nicht ins Haus, tut mir leid, fällt aus, wegen will ich einfach nicht. Da tue ich auch noch mal ein kleines Stückchen Butter jetzt hier bei dem mit rein, bei der Pfanne. Ja. Jetzt kann das auch ein bisschen da drin verlaufen, weil Butter ist ein toller Geschmacksgeber.
Ja, Geschmackgeber, ne? Kann man doch so oder so. Na, aber ist mir egal. Ja, wer bei mir einen Fehler gefunden hat, der kann ihn auch gerne behalten. Da bin ich nicht sehnsüchtig hinterher am Rennen und ich will ihn zurückhaben. Kann er behalten. Das kocht schon. Ist schon kocht, ne? Ich habe jetzt also 2 Minuten oder was, solange ich jetzt gerade gequatscht habe, hier einen Koch aufsetzen, also fertig. Ja, jetzt gehe ich dann, drehe ich das ein bisschen runter. So. Ja, Leute, macht das aber mal. Macht das unbedingt. Ja, geht mal hin und haut mal wirklich da so einen Kohlkopf, ja, so einen Wirsing-Kappes. Ja, haut den mal im Kochboot oder in eine Pfanne von mir aus, ja, oder wo immer ihr kocht. Boah, lecker, lecker, schmecker. So, ja. Oh. Ja, ich mache das extra, ich drehe extra die Kamera um, also nicht wundern. Ja, wenn ich auch, sag ich mal, Jugendliche Fans habe, was ich ja auch hoffe, ne? Also ich möchte ja so eine Gruppe von allen in allen Alter haben, finde ich ja richtig nett und lieb und toll, ja, und wenn man sich ja noch nett schreibt oder so, da finde ich noch besser, ja, also dann, wenn dann Jugendliche dabei sind, möchte ich jetzt nicht davor Bier trinken, ne? Nee, das macht man nicht. Ja, okay, ich rauche ja auch schon mal vor der Kamera, ja, ist halt, Bier ist halt nicht so wichtig bei mir, überhaupt nicht. Mal zum Brotbacken. Ja, wenn ich ein dunkles Brot mache, dann hole ich mal dieses Krötzi. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich sage ja keine Namen, ne? Oder ich versuche es zu vermeiden. Ja, Krötzi-Bier. Und ansonsten nehme ich auch ein helles Bier oder auch ein normales Dunkelbier, wo ja eigentlich gedacht kein Alkohol drin ist, minimalst ist da Alkohol drin. Ja, das ist genauso wie diese Momcharitas, ne, diese Pralins da mit oder diese Bohnen, ja, mit dem Weinbrandbohnen-Dinger da. Okay, also da musst du mindestens 3,8 Kilo essen, damit die eine Wirkung haben. Schafft mal 3,8 Kilo. Genauso ist das mit Petersilie. Ja, da musst du auch fast eine 4 Kilo Petersilie essen, damit Petersilie giftig ist. Ja, Petersilie ist giftig, ja. Ja, da redet noch keiner drüber. Komisch, ne? Das Grünzeug, ne? Jo. Gruß geht raus an alle Veganer. Heute gibt's hier nichts Veganes. Hier gibt's Nahrung. So, Wasser ist schön an Kochen, finde ich ganz toll, bin ich begeistert, ich bin noch mal überlegen, nee, ja, es gibt ja so Kochplätze, die kann man so übereinander stellen, ne, habe ich auch einen, da ist aber so ein Sieb, wenn ich zum Beispiel Klöße mache, ja, kommt ein Stück Backpapier rein, dann lege ich den Kloßteig da rein, Deckel drauf, kochendes Wasser, also leicht dämpfendes, also darf jetzt nicht stark blubbern, ja, das soll jetzt nicht da oben der Kloß matschig feucht werden, sondern er soll ja durch den Dampf erstmal, ja, und dann bekommt er so eine glatte Schicht, ja, und diese glatte Schicht, die ist natürlich schon mal gut, die schließt so ein bisschen das Innere auch ein, ja, und dann gehst du hin und dann tust du da ja, ein bisschen höher drehen, ein bisschen, ja, und dann geht ja immer größer. Oh, ja, finde ich gut, finde ich toll. Ja, das, letztendlich ist das nichts anderes wie Brotteig. Ja, wenn du im Backofen, ich habe immer so eine Feuerfestschale oder so eine alte Blechschale habe ich da, die kommt dann immer unten rein und da ist dann Wasser drin. Ja, die ist dann so halb voll mit Wasser. Ja, und dann verdampft das ordentlich da drin. Ich habe da draußen einen Backofen im Schuppen und da kann er so richtig ruhig da rumdampfen und räuchern und mach und tu. Das ist total gut. Ja. Ich werde jetzt schon mal 2 Teller ran sammeln. Dann kann man dann nämlich schon mal langsam auch uns auch vorbereiten auf das Essen. Ja, hier habe ich noch 2 Teller, die sind noch nass. Habe ich auch gerade gespült erst. Ja, ja, zwischendurch, das seht ihr dann auch wohl nicht immer, da spüle ich einfach mal und
Aber ich mache überhaupt nicht so viel gerne Bier. Ich habe schon mal so mit Coca. Da gehe ich schon mal hin. Nicht mit Joe Cocker, ne? Ne, das meine ich jetzt nicht. Ich meine so, ne? Cola, ne? Da habe ich dann ja schon mal so ein Bier mit zusammengemischt. Das geht. Oder mit Zitronenlimo. Das geht. Oder so wie Berliner Weiße, ja? Darf man Weiße sagen? Ja, klar, da, man darf ja auch Schwarz sagen. Schwarze. Schwarzer. Nicht alles. Nee. Ja. Ne, hui. Sondern Berliner Weiße. Oh. Ja, lecker. Mit so einem Himbeersirup oder Waldmeister. Ja, man hat ja hier, guck mal. Ja, da siehst du das? Ja, so Zitrone oder was haben wir denn noch was da? Nee, ich habe jetzt nur noch hier so Holunderblüten. Ich weiß gar nicht, ich bin mal hinten am Feld mit einem Hund gewesen. Und da habe ich mal geguckt, pass auf, das Duisburger Platt, geguckt, wie Holunderblüten schmecken. Ich habe jetzt mal dran gerochen und ich sage, riecht nach grün, das riecht grün, ja. Ja, und ich habe da keine Empfindung bei gehabt. Ich habe es auch auf, dann reibe ich es mal auf die Zähne oder ich reibe mir das nochmal auf die Zunge hin und her und auch so, nam, 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 das übliche Abschmecksystem, was man dann im Gesicht macht. Nee. Da ist kein, ich weiß nicht, wo die den Geschmack erfunden haben. Also, ja, da sind wirklich ganz viele Holundersträucher. Also, Holunder, das ist mir einfach zu fisselig, ja. Die von den Stängeln da abzuknaddeln und so. Ja, daneben waren aber auch Brombeersträucher. Da habe ich meine, das ist schon 3 Jahre her. Ich meine, ich habe da so noch ein schön Glas Brombeermarmelade oder Confit-Marmelade. Ich habe ja mit dem Kern alles Marmelade. Ne? Ja, so, jetzt brauchen wir noch ein paar Minuten, bis das hier fertig ist. Ich weiß jetzt nicht wie viel, aber ich mache jetzt nochmal hier einfach so. Und dann gehe ich jetzt erstmal auf 17. Ja, gucken, was Niki so anstellt. Der hat sich da gerade einen Film angemacht mit diesen Supermänninnen. Ja, Supermann, aber als Frau. Ne? Na, Superwomen oder ich weiß ja, ich mag diese Filme nicht. Ne? Also Batmanners und so ein Batman, ja. Ja, okay, aber Supermänner und Batmänner und wie soll er heißen und Frauens und Catwomans und Jokasse und Leute, das ist so eine, da guckt man lieber Science Fiction an. Also mit Raumpreis, Enterschiff und mit Aliens und weißt du, die so eine komische Nase haben, so ein komisches Gesicht und dann, ja, und dann ganz großes Schädelgebilde da, ja, das gucke ich mich an. Das mag ich, weil das ist so verrückt. Das geht besser durch bei mir, durch meinen Körper, also Augen, Ohren. Ja, also dann bis dann unten an den Füßen wieder kommt, ankommt und dann wieder durch den Kreislaufverkehr, ja, wieder nach oben an Nase raus. Der Onkel, der labert wieder dummes Zeug, ich bin jetzt mal weg, bis gleich. Ja, da ist er schon wieder. Hab da gar nicht gemerkt, wo ich war, ne? Ich war am Tötti, hab mir anschließend die Finger gewaschen, hab, also nicht den jetzt hier, Moment. Nein, habe ich nicht gemacht. Also Kartoffeln sind fertig. Die brauche ich jetzt nur abschütteln, abschütten. Und dafür brauche ich einen Deckelsche. Also, jetzt kann ich gleich noch mal hier den Biersing noch mal warm machen. Oh, Leute, ich werde wahnsinnig. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn ein Plan gelingt. Ne?
Habt ihr mich vermisst? Nee, gar nicht, ne? So, immer schön Wasser abschütten, ne? Weil da ist ja, da schwimmt ja zu viel Salz auch drin. Salz ist ja nun mal nicht gar nicht so gut, ne? Also auf die Menge, ne? So, hier kann ich den Deckel wegtun. Die Stöckers kann ich auch wegtun. Wisst ihr, was ich ulkig finde? Wenn euch einer fragt, also das gilt jetzt nur in einer homosexuellen Beziehung, wer von euch ist denn Mann, wer ist denn Frau? Ja, dann könnt ihr sagen, ist Stäbchen aus Asien. Was ist das Messer? Was ist die Gabel? Oder? Hä? Ja, einfach mal eine kackfreche Antwort zurückgeben. So, die Butter ist jetzt richtig schön verlaufen. Dann ist das nicht so trocken. Nein, das ist auch so nicht trocken. Aber das hat ein bisschen, das ist so ein Geschmacksbringer. Fett ist ein Geschmackträger. Ganz wichtig. Ja, das lernst du, wenn du den jungen Koch kennst. Ja, also Köche, wenn jetzt hier Köche zuschauen, könnt ihr ja beantworten mal in den Kommentaren, ob ihr auch den jungen Koch habt oder der Partner den jungen Koch benutzen musste damals in seiner Ausbildung. Ich habe auf jeden Fall den, glaube ich, in zweifacher Ausführung hier. Einmal das neue etwas dicker und das andere etwas dünner. Ja, weil kommen ja immer so viele Sachen dazu. Ja, die Hygieneverordnung und so, die ist natürlich die Hälfte davon, ne? So, dann machen wir jetzt hier erstmal einen Deckel drauf. Und dann gehen wir einfach hin, legen wir hier so ein Handtuch, so ein Touchon. Ja, wir sind ja im Französischen, ja, beheimatet, was die Küche betrifft zumindest. Ich selber komme aus Duisburg, gebürtiger Dinslakener. Ja, und hier bin ich. Und da ist, ja, schön, ne, also direkt nebeneinander. Jetzt habe ich so eine, jetzt wohne ich direkt, im Moment zumindest noch, wohnen wir direkt wie so ein Dreiländereck. Oberhausen, Dinslaken, Duisburg-Walsum. Wow, super, schön. Ja, also wir haben alles ziemlich zentral, so nicht. Ja, aber wir haben verschiedene Geschäfte hier um uns herum. Ja, also, ja, wenn du das Nötigste haben musst, sag ich mal, Wirsing, da kannst du hier vorne nach Brutto gehen oder da nach Real, My Real. Ich sag das jetzt nicht so richtig, ne? Wisst ihr ja. Ansonsten, Herr Luther ist alles in Butter. Butter bekommst du übrigens auch da. Und den Herr Luther, ja, das weiß ich jetzt nicht, wo der wohnt. Nee. Ah, Leute, ich krieg schon so richtig Appetit hier. Ja, ich freue mich. Ich muss jetzt hier mal so ein Stück hier von. Ein Moment, ja. Kein Moment, Niki ist da. So, Niki war da, hat wegen Urlaubs Planung für nächstes Jahr. Mit mir ganz kurz mal, da braucht ihr ja nicht unbedingt dabei sein, ne, besprochen und von wegen wann und ja, ich sage im September wäre vielleicht mal schön, weil ich, jetzt bin ich schon wieder Tschechische Republik. Ja, ich musste mich ja anschimpfen lassen, weil Tschechei sagt man ja nicht. Ich habe es als Kind nicht anders gelernt, ich habe es immer beibehalten. Selbst mein Vater, der ist da groß geworden,
Ja, und Stett hat nie anders gesagt, ne? Also, ich kenne es halt nicht so. Weiß ich nicht. So, ich mache jetzt hier fertig. Niki wird dann gleich runterkommen. Er wollte jetzt nicht so viel. Mal gucken, was ich da jetzt zauber. Ich hatte ja von gestern noch, hatte ich ja noch so ein dieses Polo Fin, feines Hühnchen. Und das nehme ich jetzt einfach und schneide das jetzt mal mit der Schere hier so halb durch, weil dann berühre ich ja auch nicht den Pfannboden nicht, weil der Pfannboden und Messer. Ja, vor allem wenn das jetzt Teflon beschichtet ist, ist es halt nicht so gesund für die Pfanne. Leute, ist das lecker. Allein nur das Fett, das ist schon eine Wucht. Den Pfannkuchen lasse ich mir für nachher. Da freue ich mich erst recht. Ja, ich mag das einfach. Ja, so ein bisschen Pfannkuchenteig. Ja, so von den Resten einfach machen. Und Nick hat natürlich wieder Puffreis gegessen mit dieser Schokolade drumherum. Ne? Und also Freudenhausgetreide, sagen wir auch ganz gerne hier. Ich mache mir jetzt den ganzen restlichen Kohl drauf. Ja, ich zeige euch gleich die Teller, wie die aussehen, wenn die fertig sind. Ja, kein Problem mit. Mache ich eigentlich immer. Ne? Also wir zeigen uns jetzt nicht so oft jetzt hier beim Essen oder so. Ja, wie sagt man, adeln möchte man nicht beim Essen filmen oder fotografieren. Ja, sagte man früher so. So, mir ein bisschen mehr. Ach, ich liebe Töften. Töften. Ich liebe Kartoffeln und Kohl und alles herrlich. Dann brauche ich einen Löffel. Und hier ein bisschen von diesem, ja, so, ach, so ungesunden Fett. Ja, nu, viel zu viel ist wirklich ungesund. Ja, ich kann halt gut verstehen, wenn da so, ja, so Meckerfritzen sind und dann sagen, ha, mal Fett ist viel zu ungesund. Ja, du, Finanzamt ist auch ungesund. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute sich einen vergifteten Strick mit einem vergifteten Strick erschossen haben. Ja, weil die jetzt finanzamttechnisch Nachricht bekommen haben. Die müssen alles offenlegen oder so. Ach du lieber Gott. Nee, habe ich nichts mehr zu tun. Ich bin Rentner. Ja, ich weiß, auch Rentner müssen jetzt irgendwie da so Dinge zu machen. So ein Jahresfinanzausgleich oder wie das da heißt. Mir doch egal. Sollen sich doch melden, wenn sie was von mir haben wollen. Was mache ich denn jetzt hier? Das sieht doch bescheiden aus. Ich glaube, ich zeige euch nur einen Teller. Der andere ist so verunst. Hatte ich hier? Da. Ah, so, dann kommt mal mit runter. So, jetzt dürft ihr mal raten, welcher Teller von Niki ist. Ja, also hier ist jetzt nur das Nötigste drauf. Dann, oh, habt ihr nicht gesehen. Ja, Schmorkappes. Und hier ist noch das Stück von Hähnchen, was ich gestern noch gemacht hatte. Ja, und dann, wie gesagt, hier sind dann die
Frühstücksfleisch, Steaks, Schnitzel, wie auch immer, und ein ganz bisschen Kohl und ganz bisschen Toffeln. Ganz schön, dass ihr da wart, finde ich richtig knorke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ja, macht diesen, Abo könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich will ja dadurch keine, interessiert mich alles gar nicht. Hauptsache, wir gründen eine schöne Gemeinde, ja, so eine Kanalgemeinde, ja, Küchentalk und Kaffeeklatsch eben. Ah, da freue ich mich immer drauf, wenn es immer mehr werden. Ja, je mehr, desto lustig. Ja, und wenn jeder was Schönes, was Nettes schreibt, ja, in den Kommentaren, besser kann es doch nicht sein, oder? Ja, also Leute, haltet die Ohren steif, den Rest auch. Seid mir wohlgesonnen oder Monden oder wie auch immer. Ja, der dicke Onkel, der ist jetzt erstmal von der Fahne weg, meine ich. Ich wünsche euch was. Kommt gut rein, haltet die Ohren steif und den Rest auch und ins Bett rein. So weit fortgeschritten bin ich ja noch nicht mit dem Neujahr. Jö, peng, jö, happy new year. Nein, Quatsch, blöd. Also kommt gut rein und seid glücklich und zufrieden. Und vor allen Dingen bleibt gesund. Tschüss.